mein Rücken. Ich habe es gleich geschafft. Ich habe es gleich geschafft. Da. Luna, du brauchst einen Strahl. Ich möchte nicht mehr warten darauf. Wetten, Luna kriegt jetzt gleich einen Strahl, weil ich das eingesetzt hab. Luna, 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 keine Ahnung. Auf Gardevoir, Gardevoir soll Donnerblitzer lernen lassen, was glaubst du? Gardevoir kann jetzt Donnerblitz, weil es so gut ist. Jetzt werden wir sie mit Süßigkeiten vollstopfen, weil das so gut ist. Yummy, 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 lecker, schmecker, toll. Sehr, sehr toll, nur frag ich, wen wir sollen. Ich denke mal, Luna braucht die Level, weil Luna kann uns hier hilfreich sein. Ziemlich hilfreich sein. Also Level 47. Das möchte ich jetzt hier mit Luna erreichen. Mit unserem Mopsi. Geh weg, du Fliege. Ich möchte dich hier nicht haben. Los, Luna. Eruption Mond. Mond eruptioniert in Monipo. Keine Ahnung. Spukball auf Gardevoir? Nee. Spukball ist ja physisch. Also Gardevoir, physischer Angriff und so. Nee, 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 nee. Das wäre nicht so nützlich. Würde ich jetzt hier sagen, jawohl. Ja, 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 ja. Ich würde sagen, dass ich hier Luna nicht, sondern Mond. Mond hochleveln, jetzt auf Level 47. Und wer kriegt das letzte Sonderbonbon? Ich kann mir vorstellen, Luna braucht das doch. Luna, du brauchst das. Nun haben wir noch Eisen und Erz. Warum haben wir Überreste? Warum habe ich das keinem Pokémon gegeben? Ich weiß doch nicht. Warum weiß ich nicht? Wir haben Toppeleber. Warum sehe ich das jetzt erst? Okay. Ich weiß nicht, was ich mitten singen habe. Söderle. Nun sind unsere Pokémon so gut ausgestattet. Das gefällt mir. Ja, 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 ja. Warum singe ich hier so herum, dumm, dumm? Keine Ahnung. So, auf geht's in Deutsch. Hallo Leute, willkommen zurück. Hier in Pokémon XD Rufelcopter. Hier ist ein Toppeleber. Wir sind hier. Wir müssen nun gegen den Boss antreten, weil der böse war. Sehr, sehr böse. Hier sehen wir Film und das lassen wir, weil das ein interessanter Film ist. Das ist ein Xatu, Xatu möchte ein Polizist werden. Rechts, links. Ich kann nicht mehr reden. Allerdings, wer sagt, das war ohne Absicht? Wer sagt das? Warum singe ich blöd herum? Ich weiß nicht. Warum tue ich das? Wer weiß. Ich werde verrückt. Und wir nehmen den Lift. Wie ist dieser fette Klatzkopf hier hereingekommen? Ist das nicht ein bisschen zu eng für ihn? Egal. Hallo.
Du hast es also geschafft. Nie hätte ich es für möglich gehalten, dass mich ein kleiner Junge so weit verfolgen würde. Prof. Klein, die CD-ROMs und die Festung. Du hast ganz alleine jeden unserer Pläne zunichte gemacht. Nun ja, vielleicht so, vielleicht nicht ganz alleine. Die Meldungen von OBS haben ihren Teil dazu beigetragen, uns zu schaden. Und auch dich zu schaden, indem wir dann gewusst haben, oder Team Krall hat dann gewusst, dass du das warst. Und dann haben sich die dich überführt und so. Und da ist ja auch egal. Wie dem auch sei, das Projekt Krypto-Pokémon ist noch nicht beendet, obwohl das eigentlich jeder gesagt hat, dass es schon vollendet ist. Dies wird der letzte Akt werden. Und nun werde ich nackt. Du hast dir das Recht verdient, meine Glatze zu sehen, was? Die Gänze unseres Planes zu erfahren. Schau dir meine Ohren an. Ich ziehe deine Ohren so lange, bis du auch dort unten so lange Knüppel hast. Ich werde dich foltern, mein kleiner Junge. Und der erste Schritt war, ein Krypto-Pokémon zu erschaffen, das gegen die Krypto-Erlösung resistent ist. Als nächstes werde ich eine Armee von Krypto-Pokémon schaffen, die eigenständig meine Befehle ausführen. Und wer sagt, dass das nicht nach hinten losgehen kann? Fuck it. Ist dieser zweite Schritt getan, werde ich die Weltherrschaft übernehmen, ohne das Zutun unnützer Menschen. Und nun? Bist du auch nicht wirklich klug? Sagt jeder fucking Bösewicht. Ich stelle mir das jetzt vor und dann wird mir alles gehorchen und dann... Ja, möchte ich dir meinen hingebungsvollen Diener vorstellen. Die Kreatur, die meine Armee von Krypto-Pokémon anführen wird. Tritt vor, XD-Rufelkopter 001! Hallo. Wie geht's? Hallo Lugia, wie geht es dir? Halt deine Klappe! Codename XD-Rufelkopter 001, das Masterprojekt in seiner Vollendung, Krypto-Lugia. Dieses Lugia ist das erste Krypto-Pokémon, das nicht erlöst werden kann. Nun lass uns das Gelingen meines Krypto-Pokémon-Plans feiern. Schnapp dir dein Opfer, Krypto-Lugia! Los, schnapp dich! Mich, dir, du. Was erzähle ich hier? Da ist ein Krypto-Pokémon, ein Lugia. Ich hab solche Angst. Was soll ich nur tun? Das frage ich mich. Oh mein Gott. Das ist ein Aura-Scanner, der reagiert. Weil das ein Krypto-Pokémon. Ich hole meinen Meisterball raus, weil ich dein Pokémon einfangen kann. Und das ist antiklimatisch, was mir wurscht ist. Aber ich hab's dir damit gezeigt. Das ist sowas von bekloppt, dass man das machen kann. I don't care. So, was ist jetzt mit deinem Masterplan? Dein Leader wurde gerade gefangen. Und ja, jetzt kümmere ich mich um Lugia. Ha 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 ha, ich hab dein Lugia. Was sagst du jetzt? Warum gibst du mir dein Geld? Ich weiß nicht, keine Ahnung. von Krypto-Lugia gut. Ja, hat was. Wie kannst du es wagen? Wie kannst du mir mein Krypto-Lugia krallen? Mein einziger, wahrer, loyaler Anhänger. Nun ist alles verloren. Doch ich werde persönlich für die vollständige Niederlage deiner Pokémon sorgen. Das wird deine Hände. Ja, 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 ja. Du kannst doch gehen. Was hast du denn für Augen? Ich bin voll gut im Singen. Ein fucking Lavados. Bist du im Team? Mystic, Mystic. Bist du im roten Pokémon Go Team? Frage ich mich jetzt. Oh mein Gott. Der hat Krypto-Pokémon. Was? Wie? Leicht schwach ist. Gegen uns? Nee. Na, gegen uns nicht. Aber was stark gegen uns ist, das ist ein bisschen doof. Allerdings ist es halb so schlimm, würde ich sagen. Ich würde sagen,
Gardevoir? Wisst ihr was? Ich habe gerade gerülpst, man hat es vielleicht gehört. Eigentlich sollte dieses... Na, warum greife ich Lava das an? Kryptofeuer? Schaut interessant aus und ist sehr effektiv. Ja, wir müssen aufpassen. Nun greifen wir irgendwas. Jetzt habe ich ernsthaft nur Lavados angegriffen? Irgendwie habe ich im Kopf, los, jetzt greife ich Ritaroth an. Naja, schauen wir mal. Und wie viel wird das abziehen? Das wird nicht ausreichen. Allerdings kann ich dir das Pokémon auch klauen. Krypto-Retour? Nee, hör auf damit. So, dann werde ich hier... Psychokinese, obwohl Lavados wird jetzt wahrscheinlich angreifen, ne, wieder. Naja, vielleicht fangen wir auch ihn ein. Ich habe einen Hyperball. Nun, Lavados, du gehörst mir. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich habe. Was? Was hast du denn geschrieben? Stimmt da? Achso, Sebi, mach mal ein Singstar-Stream. ich finde das Design von Kryptologie. Achso, habe ich das nicht gelesen? Okay. Hey, Ronnie, oder? Das, der Chat ist so weit weg. Aber hallo, du. Und ich habe das Pokémon nicht gefangen. Warum? Warum? Das ist doof. Warum tue ich das? Warum ist das der Fall? Retour. Schauen wir mal, ich darf hier nicht so spielen, ne? Weil das ja alles immer so sehr effektiv ist. Das ist irgendwie doof. Warum ist das dauernd sehr effektiv? Das ist blöd. Überreste, gut. Wisst ihr was? Brauche ich jetzt wirklich einen Lavados? Ich weiß doch nicht. Ich probiere einfach einen Eilstrahl einzusetzen. Kryptofeuer. Es schaut zwar nice aus, allerdings muss es sein. Gut. Und schneller als Rizaroth sollten wir sein, okay. Und wenn das Steinhagel trifft, dann sind wir wenigstens laberdoof-doof. Doof. Naja, ist doch egal. Fliege, geh weg. Ich möchte dich nicht. Ich weiß nicht, warum muss ich jetzt down singen? Wenn man das Singen nennen kann. Nein, guck mal. Oh mein Gott, das ist ein Krypto-Pokémon. Weil ohne diese Krypto-Gegebenheit kann einfach dieser Heini einen Pokémon nicht zur Kontrolle bringen. Unter Kontrolle, nicht zur Kontrolle. Unter Kontrolle bringen, weil der ist einfach zu doof dafür. Ja, ich hab dein Lava doof gekillt. Nun kommt was rein. Ein Tauros. Ja. Halb so schlimm, würde ich sagen. Und natürlich wieder ein Krypto-Pokémon, weil ohne kann es nicht. Ach, du bist ein hoffnungsloser Fall. Bedroher. Oh mein Gott, was soll ich nur mit meinem Leben jetzt anrichten? Ich weiß doch nicht. Ich kann ja Flammenwurf gegen Kokowai einsetzen. Welche Pokémon sind denn jetzt schon K.O.? Luna. Brauche ich Luna? Vielleicht. Naja. Du kannst jetzt Eistrahl. Ja, warum nicht? Einfach Eistrahl. So, Kryptoschlag. Tauros sollte man ja auch nicht unterschätzen. Naja. Nein. Warum? was? Du leidest? Was? Du leidest? Was singst du? Was über das? Keine Ahnung. Ist gerade irgendwie zu weit weg. So, was ist denn mit dem? Du liebst deine eigene. Naja, keine Ahnung. Ich denke nicht wirklich über meine Stimme nach. Weil, ja, keine Ahnung. Warum soll man über seine eigene Stimme irgendwie nachdenken? Ich schätze nicht. Aber egal. Deswegen kann ich dir auch nicht wirklich sagen, ob das jetzt wirklich stimmt irgendwie, dass ich meine Stimme liebe. Und jetzt ist er ein Verräter, weil er jetzt Team Mystic ist. Den Namen weiß ich. Aber den anderen nicht. Wie heißt das? Valor, irgendwie so. Weil ein Lord.
greifen wir einfach das Arktos an. Warum nicht? Arktos sollte eigentlich... Na, mit seinem Krypto-Pokémon. Ich vergesse dauernd, dass die Krypto-Typ sind, so gesehen. Beleber auf unser Kamerupt, würde ich jetzt sagen. Das brauchen wir eventuell noch. Ein Krypto-Wetter. Ja, ist halt so schlimm. Ist halb so schlimm. Krypto-Frost. Frost! Wo ist Frost? Ich möchte Frost jetzt haben. Jetzt sofort. Nein, das darf nicht wahr sein. Ich muss dich vernichten. Komm, Volltreffer. Yes! Es hat überlebt. Warum tut es das? Ich check es nicht. Nun, wie schaut es denn aus mit unserem Pokémon? Weil ich würde sagen, es wäre gar nicht so unpassend, wenn wir jetzt unser Pflanzi reinschicken. Ja, das würde sogar sehr, sehr gut passen. Sorry, Ursaring, allerdings musst du jetzt herhalten für Heilen. Heilen, das tun wir jetzt. Wo ist ein Hypertrank da? Also? Hypertrank auf unser Mond, der in dein Ghetto kracht. Ist ja logisch. Und jetzt setzen wir Eisstrahl ein. Eisstrahl gegen Taurus. Warum nicht? Kryptofessel. Na, das ist jetzt doof. Achso, nee. Gar nicht so doof. Ja, ich kann jetzt nichts auswechseln, aber ist jetzt halb so schlimm, würde ich sagen. Dann greifst du hoffentlich mit deinem Frost hier gegen Dingsbums an. Nein, warum Luna? Dann noch ein Volltreffer. Nein, eigentlich ist es halb so schlimm, weil du solltest noch einen Zapdos haben. Sonst würde es irgendwie keinen Sinn ergeben. Und da ist eh unser Kammerrupt, so heißt es, eh viel besser dran. Na, ich denke schon wieder, ne? Weil es ist ja ein... Zapdos ist ja ein Elektro-Pokémon. Also wäre es besser, wenn ich dann Boden-Pokémon habe. Allerdings greifen die ja nur mit ihren Krypto-Attacken an. Also, was soll denn das sage mir doch, was das denn hier da steilen soll. Das war jetzt ein bisschen doof, ne? Das war doof jetzt. Ich merke, ich bin schon recht unkonzentriert. Also, Luna, komm rein. Gut, das hast du gut gemacht. Okay, ich höre schon auf. So, Luna. Ja. Also, wir sollten das eigentlich schon packen, würde ich sagen. Ja, und wir haben ja noch einen Top-Beleber, also halb so schlimm. Halb so schlimm. Das sage ich euch. Allerdings, wenn jetzt das Zapdos jetzt Pflanzi angreift. Schauen wir mal. Greift bitte nicht Pflanzi an. Das wäre doof. Und... Gut. Frag mich nicht, was das war. Was? Hey, achso. Ist ja eigentlich noch da, weil ich habe schon des Öfteren jemanden gehabt, der einfach Hallo gesagt hat und dann ist er verschwunden. Nö, er ist noch da. Kannst du rückkommentieren, wenn du überhaupt Deutsch kannst. Ich weiß ja nicht. Weil hey, das könnte auch Englisch sein. Naja, Tempo auf Arktos und dann ist das Schlimmste vorbei. Das würde ich sagen. Ja, so. Doppelleber, wo bist du? Sebi sucht sein Doppelleber. Alter, Doppelleber, das jedes Jahr. Gegen Zapdos würde ich sogar sagen. Ist eigentlich Kryptotyp gegen alles sehr effektiv? Kann das sein? Das frage ich mich. Oh ja, Tempohieb. Vernichte dieses Zapdos. Yes. Das hast gut gemacht. Naja, der Kampf zieht sich doch ein bisschen. Naja, ich genieße den Kampf. Und hier dein Zapdos. Nein, nicht nur bist du unfähig, dir normal ein Pokémon anzuschaffen, du kannst es auch nicht ohne legendäre Pokémon schaffen. Sagt er, der im Pokémon Kolosseum 2 Legis benutzt hat, aber egal. Ich habe ja auch Style, deswegen darf ich das. Pflanze brauchen wir vielleicht später noch. Ich weiß ja nicht. Man weiß ja nie. Mond, du kommst jetzt. Sofort rein, hurra. Weil jetzt... Oh,
Du kannst ja nicht wirklich viel ausrichten, außer einfach Steinhagel zu spammen oder so. Weil das ist sehr effektiv, das sollte die beste Wahl sein gegen Zapdos, also joa. So, dann... Oder Eruption, nee. Einfach Steinhagel. Und du setzt Toxin gegen Zapdos ein. Du Blitz, dann schauen wir mal. Hat aber was. Warum triffst du damit? Es ist Blitz, es ist Boden. Boden auf Blitz auf Boden und... nervig, nervig, nervig hier. Nervig, kann ich euch sagen. Voll nervig. Was? Ich bin gerade auch am XD spielen. Ach so. okay, dann kannst du Deutsch. Gut, hallo. Hier sind Ausländer nicht erwünscht. Nee, 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 nee. Ihr seid wahrscheinlich alle Deutsche und das sagt jetzt ein Österreicher. Naja, das, die Geschichte wiederholt sich, ja? Ne? Österreicher kommt dann zu den Deutschen und sagt, los, wir Deutschen! Ja, kann ja auch sein. Nu? habe ich ihn jetzt toxiniert? Yes, gut. Mehr brauche ich hier jetzt eigentlich nicht. Ja, braucht zwar jetzt noch ein bisschen, allerdings kann ich jetzt mit Beleber ein bisschen stallen und I don't care. Ja, 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 I don't care, bitch. Ich kann machen, was ich will und ich bin voll in der Melodie drin. Ich hab voll den guten Rhythmus-Takt. Auch wenn ich ein Wort sage oder irgendwie so, keine Ahnung. Der Himmel verdunkelt sich. Naja, whatever. I don't care, I don't care. I don't care, I don't care. I don't care. Zapdos ist gleich hinüber. LOL Rufel XD. Keine Ahnung. Das ist irgendwie so eine Singstunde heute. Tja, der hat die drei legendären Vögel gehabt. Der hat auch einen Vogel. Allerdings steht hier jetzt nur noch sein Taurus. Ich habe mir eigentlich vorgestellt, dass ich ihn mit anderen Pokémon vernichte, weil ich glaube, Luna und Luna, eben die zwei Pokémon, sind jetzt nicht die Pokémon, die... Oder sind eigentlich die schlechtesten Pokémon, die Damage raushauen. Also, das ist auch mal interessant hier. Naja, einfach angreifen. Ja, ja, ja. So, mir fällt jetzt auch noch eine Story ein. Von unserem Fahrschullehrer. Der erzählt immer sehr gut, nicht sehr gut, sondern immer sehr gerne von seiner Lieblingsschülerin, kann man sagen. Die hat insgesamt, glaube ich, 90 Fahrstunden gebraucht, bis sie endlich den Kurs geschafft hat, bis sie den Führerschein geschafft hat. Und da hat er einmal erklärt, dass sie Probleme gehabt hat mit, was ist Querverkehr und was ist Gegenverkehr. Und da hat er ihr eines Tages mal so erklärt, ja, das ist Querverkehr und das ist Gegenverkehr. Und dann hat er so gesagt, ja, was wohl die Leute denken, die dann uns im Auto sitzen sehen, wenn ich da dauernd so... Ja, 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 der Typ ist einfach nur cool drauf. Erzählt auch immer sehr gerne Geschichten über Sachen einfach und ja... Naja, und auch so geil, genau die gleiche Schülerin, sie hatte auch Probleme mit rechts und links, was ist denn das? Und eines Tages war voll überrascht, weil sie wusste, was rechts und links war und ja, sie hatte nicht mehr nach links gelenkt, also rechts gesagt hat mal, sondern nach rechts. Und auch so geil, warum wusste sie das? Weil sie sich ihre Fingernägel so angemalt hat, irgendwie so, da blau, blau bedeutet links und rosa heißt rechts. Und dann schaut sie so, okay, jetzt rechts, also rosa, Das war auch irgendwie, weil er hat es nicht wirklich gecheckt, was? Wie kannst du, oder generell, wie kann man das eigentlich? Man ist klug genug, um jetzt zu sagen, okay, rosa, oder was habe ich gesagt, rosa ist jetzt rechts. Und blau ist links. Kann man da nicht gleich irgendwie sich denken, okay, links, rechts ist das und links ist das. Naja, egal. So. Aber ein Kind, ein kleiner Junge zerstört meinen Traum.
Tja. Hättest du aus der Geschichte vor 5 Jahren gelernt, ne? Was? Das kann doch nicht sein. Hallo? Na, das ist alles deine Schuld. Ich werde dir das niemals vergeben. Niemals! Was? Warum ist es meine Schuld? Ihr seid alle Deppen. Großmeister, wir sind fertig hier. Wir sollten Insel Obscura zerstören und das Kind mit ihr. Aber dann geben wir alle Krypto-Pokémon-Daten und meine Untergebenen auf. Großmeister, all das kann ersetzt werden. Wir müssen uns selbst retten. Ich habe alles für unsere Flucht vorbereitet. Der Helikopter ist startklar. Lassen Sie uns gehen. Du hast recht. Warte! Bitte warte noch. Du bist bereit, alle zu opfern, die dir folgten, nur um deine eigene Haut zu retten. Du sollst dich schämen! Schämen? Wofür? Dein unsinniger Ehrenkodex wird noch Team Kryptos Untergang sein. Team Krypto muss überleben. Das ist unser erste Direktive, was auch immer das... Wolltest du Direktor sagen oder Detektive oder ein Direktor, der ein Detektiv ist? Halt deine Klappe! Der Großmeister sieht das auch so. Genau, zur Rettung Team Kryptos müssen Opfer gebracht werden. Was redest du denn da? Die Krypto-Pokémon-Fabrik ist zerstört. XD-Rufelcopter 001 wurde besiegt. Team Krypto ist nicht mehr. Sei still. Team Krypto wird es immer geben. Wenn nur nicht dieses Kind. Großmeister, bitte gib die Order, Insel Obscura zu sprengen. Ja, wir haben keine Wahl. Nimm es uns nicht übel, Junge. Stopp! Lasst uns das beenden! Vater, ich bitte dich! Nenn ihn nicht Vater, er ist der Großmeister. Vater! Du hast vergessen, was wirklich wichtig ist! Diese ganze Großmeister-Geschichte hat dir den Blick vernebelt. Man kann die Welt nicht beherrschen, indem man mächtige Pokémon schafft. Dieser Junge ist der Beweis dafür. Das reine Herz dieses Kindes hat sogar XD-Rufelcopter 001 bezwungen. Wir lagen vollkommen falsch. Halt doch einfach den Mund und zeig endlich mal ein wenig Rückgrat. Wir sind doch schon so weit gekommen. Team Krypto ist erledigt. Vater, du sollst das besser wissen als jeder andere. Bitte, steh auf. Es musste so kommen. Die Gesetze des Landes sollen über unsere Taten richten. Oh, was habe ich getan? Konnte ich mich so irren? Dank deiner Courage konnten wir endlich aus diesem Albtraum erwachen. Ich danke dir. Du wirst nie wieder etwas von uns zu befürchten haben. Geh nun zurück zu deiner Familie. Wir werden uns sicher wiedersehen und das nächste Mal kämpfen wir nicht als Feinde gegeneinander. Ich freue mich schon darauf. Es ist so herzig und so traurig. Der Himmel, der klare Himmel, komm her, Sonne. Oh mein Gott. Tschüss, du Insel. Yay! Wir haben's geschafft! Yay! Okay. Ach, keine Ahnung, was das auch für Synchro war. Yay, alle sind fröhlich und dieser Bauer-Heini da vorne. Yes!
Yes. Wir sind die Helden. Wir sind die Helden der Nacht. Unsere Mutter schaut irgendwo hin, wie eine leere Puppe. Keine Ahnung, warum sie das macht. Hallo, du Heini. All unsere Freunde, auch Team Krall, warum? Die sind alle irgendwie so. Dein aktueller Spielfortschritt wird gespeichert, ist das okay? Ja. Soll der bestehende? Ja. Alles ist okay. Darüber freue ich mich. Der Spielstand wurde gespeichert. Nun kommen die Credits und da spricht man über das Spiel. Allerdings lese ich jetzt einen Namen. Was hat das damit zu tun? Egal. Wie heißt der? Hiromoto Shinshimichi. Egal. Naja, das war doch die Geschichte. Sorry, falls ich das jetzt ein bisschen überdramatisch gemacht habe. Keine Ahnung. Ich bin selber schon ein bisschen vernebelt. Moin, Evoli. Ja, ich muss jetzt schon sagen, im Vergleich zu Pokémon Colosseum, mir hat dieses Spiel, keine Ahnung, vielleicht ist es wirklich besser, aber mir hat dieses Spiel hier, Pokémon XD, doch um einiges besser gefallen. Generell die Story irgendwie, die Charaktere, mit denen konnte ich irgendwie mehr anfangen und Monknils, mein Süßes. Und hatte man auch irgendwie mehr Umfang, habe ich das Gefühl, ne? Nicht nur mehr Orte zu erkunden, sondern auch, keine Ahnung, irgendwie. Es hat irgendwie so gewirkt, dass Pokémon Colosseum so eine Art Prolog ist und das die eigentliche Geschichte. Also mir hat das hier besser gefallen. Keine Ahnung warum. könnt ihr auch hier ruhig erzählen, falls ihr da ja schon Erfahrung gesammelt habt mit den zwei Spielen. Also ich finde schon, dass jetzt XD besser ist. Also, schauen. Labert, das hat blöd ausgesehen. Ja, es ist jetzt nicht das optimale Spiel. Von der Story her gab es auch wieder einige Logikfehler, ne? Aber es ist ein recht solides Spiel. Charaktere waren auch sehr interessant. Und ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Auch mit Pokémon trainieren und so. Ich habe auch das Gefühl, dass ich habe jetzt nicht nur das Gefühl, sondern es ist so, man hat ja auch viel mehr Möglichkeiten, Teammitglieder zu fangen, ne, sogar normale Pokémon, wilde Pokémon und auch mehr Krypto-Pokémon. Und ich finde auch die Thematik sehr interessant, das habe ich auch noch nicht vergessen, eben rund um die wilden Pokémon, dass das Land jetzt fruchtbarer wird für wilde Pokémon, ansehnlicher kann man sagen. Und das finde ich auch sehr, sehr interessant. Generell mag ich solche Fortsetzungen. Ne, Pokémon Colosseum hatten wir die Welt und auch die Geschichte und nun 5 Jahre später und so. Das mag ich eigentlich, weil dann kann man die Entwicklungen beobachten. Und das mag ich. Das, also ein recht solides Spiel. Zur Musik kann ich jetzt nicht so extrem viel sagen, weil ich müsste mir das jetzt nochmal ganz normal, nochmal alles anhören über Kopfhörer und so. Weil, wie schon angesprochen hier, weil ich ja über, nicht über Kopfhörer, sondern über Dingsbums, über Lautsprecher von meinem Monitor, der jetzt ein bisschen weiter hinten liegt, höre ich jetzt die Musik jetzt öfters nicht so extrem gut. Also, ja. Keine Ahnung. Aber ist ja eigentlich auch wurscht. Auf jeden Fall hatte ich meinen Spaß. Nur kenne ich von D-Queen die Musik und die ist geil. Zum Updancen richtig. Naja, auf jeden Fall war's das jetzt hier mit der Hauptstory, wie es ausschaut. Ich würde sagen, jetzt noch im Stream, wir schauen, was wir hier noch so machen können. Und dann war's das auch wieder mit diesem Projekt. Also insgesamt kann ich jetzt schon sagen, ich habe schon extrem viel Spaß gehabt. Sowohl jetzt mit Colosseum und auch XD. Und mich freut, dass ich jetzt diese Spiele wieder, na, was wieder erfahren habe. Colosseum habe ich wieder erfahren, so gesehen, in einer gewissen Art und Weise. Aber jetzt hier diese Serie, dass ich die vollständig erfahren konnte. Da habe ich mich ja schon länger drauf gefreut und das Warten hat sich gelohnt. Das ist ein solides Spiel, eine solide Serie. Ich habe wirklich meinen Spaß gehabt. Ja, ja, ja. Naja, allerdings, Leute, war's das mit diesem Part. Wie schon gesagt, nächsten Part werden wir mal so schauen, was sich noch so machen lässt hier und dann beenden wir das Projekt. Also, Leute,
Macht's gut und tschüss.